Im Alter von 96 Jahren ist der britische Verleger und langjährige Weltautor Lord Weidenfeld am 20. Januar 2016 gestorben. George Weidenfeld gilt als transatlantischer Brückenbauer zwischen den Gesellschaften und Staaten. Er war ein enger Freund des Hauses Axel Springer. Weidenfeld war ein jüdischer Kosmopolit. Mit 18 Jahren flieht er aus Österreich nach England und beginnt bei der BBC zu arbeiten. Ab 1942 ist er da politischer Kommentator für europäische Angelegenheiten. 1945 gründet er zusammen mit Nigel Nicholson den Verlag Weidenfeld und Nicholson, für den er bis zuletzt tätig ist. 1946 erhält er die britische Staatsbürgerschaft. Bei der Gründung des Staates Israel 1948 wird er Berater der israelischen Regierung. Lord Weidenfeld lebte seit 1992 in vierter Ehe mit der Konzertmanagerin Annabel Whitestone zusammen.